Hallo Freunde, hier ist Abel und seine Hausmannskost. Heute, ich hatte das schon mal als Film, einer meiner ersten Filme. Ja, besonders ist das nicht gerade geworden. Da hatte ich das alles an der Ecke gefilmt, die Qualität und so. Gut, das Geschnack ist das gleiche, aber... Naja, und nun versuche ich ja manche Filme, die ich vor 5-6 Jahren mit dem Handy noch gemacht habe, auch ein bisschen auszubessern. Heute werden wir Schokolade temperieren. Wofür braucht man das? Um Schokolade temperieren oder vorkristallisieren? Aber gut, den Ausdruck benutzen wahrscheinlich nur die Konditor. Wir sagen in der Küche Schokolade temperieren. Wir brauchen das eigentlich nur ab und zu mal für Dessert. Die Konditor brauchen das mehr. Das ist einfach, es ist dafür nur da, dass man nachher eine glänzende Oberfläche bekommt. Oder dass man so einen knackigen Bruch erhält und sich das zum Beispiel auch aus einer Form sehr gut lösen lässt. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Schale machen will oder so, ne, irgendwie eine kleine Dessertschale oder so und habe solche Formen, dann lässt sich das, wenn ich das richtig so temperieren lasse, dann bekomme ich das natürlich auch leichter dann aus der Form. Oder auch so, wenn man Löffel macht oder sonst was, all solche kleinen Sachen. Na, aber wie gesagt, da komme ich dann gleich zu. Wir fangen jetzt zuerst mal an mit dem Temperieren. Was braucht man? Man braucht eine Kuvertüre. Weiße, dunkle, egal wie. Und dann ist der Anteil immer so, ich habe hier so 4 Anteile. Ein Stück kommt nachher rein, weil ich muss das ja irgendwie zuerst mal mir flüssig machen. Und das heißt, das muss so, nicht mehr wie 40 Grad sollte das haben. Dazu schneide ich mir das so ein bisschen klein, weil das geht dann so ein bisschen so einfacher. Dazu habe ich hier so ein Wasserbad, einen Topf mit Wasser, den stelle ich mir an und stelle auf 9 und dann packe ich das erste schon mal rein. Ich habe mir das so ein bisschen klein gemacht, dann lässt sich das natürlich ein bisschen besser, bekommt es gleichmäßiger Hitze, sagen wir das mal so. Ruhig ein bisschen mit Geduld, ich stelle das auf Stufe 7 und dann lassen wir das einfach ganz langsam Temperatur bekommen. Wir müssen die Schokolade erstmal auf 40 Grad bekommen, also darf nicht mehr wie, ja, oder sagen wir es nochmal anders, wenn ich die weiße nehme, die darf 40 bis 45 Grad haben und die dunkle Schokolade, wie hier zum Beispiel, die darf nicht mehr wie 50 Grad haben. Aber man sollte das ruhig schon bei so der 40 Grad ist schon eine optimale Temperatur für beide. Dann müssen wir sie wieder so darunter kühlen, so auf 25, 27 Grad. Und dann kommt dann die Verarbeitungstemperatur. Dann müssen sie wieder hochkühlen auf 30 Grad so. 30, 33 Grad, aber nicht mehr. So, und dann haben wir nachher den Glanz. Schneiden wir jetzt das kleine Stück hier. Dann mache ich natürlich hier nebenbei ein bisschen. Nicht gerade am Herd, das schneide ich mir jetzt. Bisschen feiner, weil das kommt nachher, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein, da ich das ja auf der Platte mache hier, aber das ist ja, damit ihr das alle sehen könnt. Nur, ihr könnt sehen, so schön fein. Und den Rest mache ich jetzt hier eben zu Ende und dann warten wir, bis es schmilzt. Ich stelle mir das jetzt hier ein, meinen Temperaturfühler, jetzt steht auf 22 Grad. So, jetzt bin ich, hab Zeit, hier nehmen und dann schauen wir mal. Man könnte das auch in der Mikrowelle machen, das würde auch gehen, aber bin ich nicht so ein Freund von und dann sollte man dann doch schon ein bisschen Ahnung haben und dann darf die Mikrowelle auch nicht wie 600 Watt haben, also jedenfalls, wenn ich mir das ein bisschen dünner machen will und dann geht das auch. Das ist jetzt so klein, der Grund ist hier dafür, nachher wenn ich die 40 Grad hier habe, dann muss ich das ja so darunter kühlen, wie ich eben schon sagte und dann mache ich gleich die kalte Schokolade dazu. Und dann komme ich schneller so runter. Das ist der Vorteil denn davon. Dann habe ich hier, mache ich jetzt heute nicht, wenn man die Schokolade ein bisschen dünner haben will, nachher dann hat man nicht solche ganze so feste Haut, wenn man was überzieht. Dann nimmt man ein bisschen so Kokosfett und macht man das im extra Topf heiß und kippt das dann tropfenweise die Menge dazu, die man haben will. Dann macht man zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel hier so die Kokosflex mache oder die Schokoflex, ne? Dafür ist das zum Beispiel gut. So, jetzt kocht das. Jetzt stellen wir das natürlich klein. Das soll ja nicht wie Wäsche kochen hier. Erstmal runterholen. Könnt ihr sehen, hier schmelzt das jetzt schon. Der Bohnen hat jetzt auch schon 42, aber
Das ist noch der Schmerzvorgang. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Immer dran denken, Handtuch bei haben, kann nicht jeder so heiß ab. Dann muss ich das hier rausholen, damit das nicht zu heiß wird. Und da das jetzt so ziemlich heiß ist, hier am Boden, war das nur der Boden. Dann mache ich jetzt die Schokolade rein hier, hole das runter von der Hitze. So, und jetzt müssen wir das runterbringen auf 25 Grad. Jetzt erstmal habe ich die Schokolade reingemacht, damit sich die löst sich dann auf. Auch immer vorsichtig rühren. Da könnte man zum Beispiel gleich einen Eiswürfel drunter machen. Am besten auf eine kalte Fläche stellen. Das Wasser brauchen wir gleich noch, um das Ganze ein bisschen zu erwärmen. Aber jetzt muss das erstmal so runterkommen. Bei einer falschen Temperierung ist es so, dass man nicht mehr den knackigen Bruch hat, dass es dann auch nicht mehr das Glänzende ist, sondern dann wird das so milchig. Und das wollen wir auch nicht, so grau ein bisschen. Man könnte jetzt zum Beispiel das auch auf eine, wenn man eine Marmorplatte hat, darauf machen. Dann wird das noch schneller abkühlen. Ihr könnt euch Eis drunter machen, wie auch immer. So, ich werde das jetzt runterkühlen lassen, bis auf haben wir gleich, immer schön rühren. Und wie gesagt, das ist dann der Vorteil, das bleibt dann so ein bisschen glänzen. Jetzt haben wir eine Temperatur erreicht von 27 Grad. Das ist in Ordnung. Da sieht man jetzt auch schon, wie schön die glänzt, die Schokolade. Oder die Kuvertüre besser gesagt. Jetzt machen wir sie hoch so auf 31 Grad. 31 bis 32 Grad, aber nicht mehr, also nicht darüber. Ne? Und dann können wir anfangen, damit sie zu bearbeiten. Das wäre dann jetzt die Verarbeitungstemperatur. Ich werde mal versuchen, zwei, drei Sachen zu machen. Ein bisschen was zu schreiben vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich fülle nochmal diese Dinge, damit ihr seht, wie man das schön ausbrechen kann. Aber jetzt müssen wir erstmal die Temperatur wieder hochbekommen, aber auch ganz langsam. Das Runterkühlen hatte ich ja die kalte Schokolade reingemacht und hat aber trotzdem noch 5 Minuten gedauert, also da müsst ihr schon ein bisschen Geduld haben. Und so ein Thermometer, das sollte man, wenn man viel kocht in der Küche auch haben. Nicht nur für sowas, das ist, wenn man viel backt und dann sowieso, ne? Aber wenn man viel sanft garen will oder genau auf zur Temperatur garen will, dann ist sowas wirklich schon cool. Kann ich dir nur empfehlen. So, ich habe hier den Ofen auf 1, ganz langsam. Der Topf ist noch ein bisschen warm. Das reicht mir, um die Hitze zu haben. Weil das Problem ist, wenn ich das jetzt schnell hoch mache, dann geht die Temperatur auch ganz schnell hoch und das will ich nicht. Ich will nicht mehr wie 33 Grad haben und so kann ich dann schnell reagieren. Dann fülle ich mir so ein bisschen was um und dann ist gut. Dafür mache ich mir hier mal ein bisschen Platz. So ein Schlesinger ist immer toll. Ich stelle mir das auf jeden Fall jetzt schon mal aus, weil ich will nicht mehr so viel der Hitze haben, die Temperatur ein bisschen im Auge haben. Und wenn man so mehr braucht, weil das kühlt ja da wieder runter und man braucht wieder mehr Schokolade, dann muss man sich das halt da wieder anstellen. Aber das ist halt so 32 Grad, also man sagt so zwischen 29 und 33 Grad ist so die optimale, so habe ich es mal gelernt, die optimale. Vielleicht sagt ein Konditor noch 1 Grad mehr oder weniger an, möchte ich nicht abstreiten. Aber das ist die optimale Temperatur, so dass man den Glanz hat und dass man auch noch einen Knack hat. Das ist wie so ein Schokoladeneis, der, wenn man darauf beißt, das ist so knack und dann nicht groß splittert, aber so kurz reißt. So, jetzt probiere ich mal, den habe ich aber auch noch nie als mit Schokolade gemacht, mein Schwan. Da habe ich immer eine Hippenmasse gemacht, aber das sollte eigentlich genauso funktionieren. Ihr müsst einfach nur eine Folie haben. Ich habe jetzt eine Folie darunter von meinen Tüten. Und zwar von meinen Spritztüten, die Plastik, die Wegwerftüten. So, jetzt müssen wir dann das mal ein bisschen streichen. Und dafür
finde ich, kommt jetzt immer der Schlesinger gut im Einsatz. Der macht das so gut gleichmäßig. An den könnt ihr eigentlich auch erkennen, wenn ihr das einmal so reinhaltet, nachher, wenn ihr die Schokolade abmacht, ob die wirklich gut ist. Das lassen wir auch nochmal da. So, jetzt fülle ich den Löffel. Macht man einfach schön voll. Da ich jetzt nur mehrere Sachen zeige. So. Und dann streicht man das einfach ab. Entweder nimmt man eine Palette oder man zieht sich das einfach so runter. Zack. Das ist natürlich alles ein bisschen Schmierkram, das kommt dazu. Aber da hat man in der Regel hat man auch wesentlich mehr Platz. Ich mache das jetzt auf dieser kleinen Fläche. Und das Ganze lasst ihr jetzt erkalten. Könnt ihr im Kühlschrank packen, wie auch immer. So, jetzt kommt hier die nächste noch. Dann müssen wir das hier auch runternehmen, denn wir haben 32 Grad. Mehr wollen wir nicht haben. So, jetzt mache ich mir hier auch noch ordentlich rein. So, und jetzt lassen wir das denn hier so schön drehen. Ne? Wie gesagt, man kann es voller machen, dann geht das noch einfacher. Wir machen das auch voller. Oh, rauffahren darf man nicht. Wie gesagt, da müsst ihr aufpassen. So, jetzt machen wir uns die Spritztüte noch voll. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich sowas mal mache. Wie gesagt, wenn ich mal Dessert mache, entweder solche Schalen oder mal Blätter oder sonst was. Das sind so die Sachen, die wir halt in der Küche mal machen, aber viel mehr, wenn man keine Konditorei hat, macht man eigentlich nicht. So, die haben wir hier drinnen. Müssen wir die rausholen. Und dann müssen wir die ganz fein abschneiden. Das ist wichtig. Und dass wir nur ein ganz kleines Loch haben. Also hier die Spitze unten abmachen. Ich mache das mal hier, damit ihr auch seht, aber wirklich nur. Und dann zudrehen. So, und dann können wir jetzt eigentlich schreiben. Dafür muss ich mir jetzt noch ein bisschen Platz machen. So, und dann schreiben wir mal. So, das wäre jetzt nur, wie gesagt, es gibt Leute, die schreiben viel schöner oder so, ne? Da bin ich halt nicht der Künstler unbedingt für, aber nur damit ihr seht, was man damit machen kann. Ihr könnt hier den Glanz sehen und das ist das, was ich euch zeigen wollte, dass es nicht milchig und grau ist, sondern dass es einfach nett aussieht. Ihr könnt ja auch noch so andere man kann halt so viel machen, wenn man denn der Künstler ist. Ne? Ich zeige euch jetzt nur ein paar Sachen und dann ist das, was ich so ein bisschen drauf habe. Aber wie gesagt, ich bin auch nach wie vor, ich bin der Koch eher, aber das gehört dann halt so mit dazu. Oder wie gesagt, ihr könnt ja auch, wenn ihr wollt, wenn ihr zum Beispiel, ich mache das mal so hier, wenn ihr so ein Praline habt, das ist jetzt halt ein Keks, ne, aber ne, den könnt ihr ja auch noch überziehen.
mit Schokolade. Und wenn ihr eine Praline habt, die überzieht man einfach richtig mit Schokolade. Hieran merkt man ja zum Beispiel, das ist jetzt wieder zu kalt geworden. Ich schätze mal, die müssen wir jetzt wieder auf Temperatur von 32 Grad hinbekommen. Und dann können wir wieder von vorne arbeiten. Gut, das wären jetzt so ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, ich bin nicht der Künstler, aber es ist genau das, was ich immer sage. Ich mache die Basic und dann die Künstler machen dann das andere. Hier geht es wirklich in dem Fall nur um Schokolade temperieren. Oder beziehungsweise um Kuvertüre temperieren. Und wichtig ist halt, ist das, was ihr sehen sollt, nachher ist der Glanz. Gut, das muss jetzt noch so kalt werden. Könnt ihr auch alles schön im Kühlschrank packen oder auch draußen lassen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Die restliche Schokolade muss auch nicht weggeworfen werden. Die kann man sich immer wieder neu erwärmen. So, die Schokolade ist erkaltet. Da muss man jetzt ganz viel Gefühl haben und das fehlt mir eigentlich. So, die Schokolade ist jetzt erkaltet. Das mit den Blättern ist bei mir nicht so gewohnt, aber das hat damit etwas zu tun, weil ich einfach nicht die feinfühlige Hand hatte, das zu lösen. Aber zum Beispiel sowas denn. Mein Schwan wäre so ein bisschen was gewohnt. So, und wer dann noch so ein schönes Gefühl hat, der bekommt noch ein paar Sachen mehr hin wie ich. Wie gesagt, ich vermittle ja auch nur die Basic und das Feine, das Künstlerische, das wären dann so, ja, entweder da müsste ich üben, da habe ich auch immer nicht die Ruhe für, oder es gibt Leute, die das richtig gut können. Aber es geht hier auch nur um eine temperierte Schokolade. Das habe ich euch gezeigt. Und ich kann euch nur sagen, also nur mal um das auch nochmal so zu zeigen. Achso, hier ist auch noch der Schokoladendings hier. Das Körbchen. So, packen wir auch nochmal mit dazu. Und was hier ist einfach, es hat richtig den Knack und ist glänzend. Das ist wichtig. Ich kann euch nur wie immer sagen, viel Spaß beim Nachmachen, wünscht euch euer Argel. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Abonnenten und Nicht-Abonnenten und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr oder Happy New Year, wann immer ihr auch das seht. Bleibt einfach gesund und bis zu den nächsten Filmen. Wenn euch das alles gefällt, lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke, ihr bekommt immer die neuesten Filme. Ich freue mich darüber und ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bedanken bei euch, dass den meisten das gefällt und dadurch bringt es mir Spaß, weiter in der Form so das zu machen. Okay, nochmal, guten Rutsch und tschüss. Wünsche euch wie immer, euer Ariel und tschüss.